Dann herzlich willkommen zu dem Vortrag Tale of Trust, Lehr-Lern-Beziehungen digital herausgefordert. Und Vortragender ist Nils Arne Brockmann und Dr. Nils Arne Brockmann und Professor Dr. Caroline Richter, die gleich noch kommt. Die hat gerade technische Probleme, kommt aber gleich nach. Und dann übergebe ich an dich, Nils. Fragen gerne in den Chat schreiben. Herzlich willkommen auch von mir. Ich hoffe, dass meine Kollegin den Weg in den Raum gleich findet, damit wir dann gemeinsam auch Ihnen das erzählen können, was wir vorhaben. Wir beschäftigen uns heute in unserem Vortrag mit einem Thema, das ja vermutlich die meisten von uns in ihrer täglichen Arbeit begleitet, das explizit in der Forschung aber bislang noch relativ wenig reflektiert wurde. Konkret geht es um die Bedeutung von Vertrauen in Lehr-Lern-Beziehungen mit einem besonderen Fokus auf digitale und hybride Lehr-Lern-Räume. Und auf dieses Thema möchten wir hier aus zwei unterschiedlichen Perspektiven blicken. Wir, das sind Caroline Richter und ich, Nils Arne Brockmann. Sie schreibt mir gerade, dass sie ohne Ton da ist. Ist sie denn in der Session? Kann es sein, dass sie sich als es tut mir leid, dass ich jetzt kurz unterbrechen muss. Sie ist nicht in der Session. Nicht in der Session, okay. Nein. Einen kleinen Moment bitte. Okay. Wir beide sind Caroline Richter zum einen. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe und wird die Lehrendenperspektive einnehmen. Und zudem beschäftigt sie sich inhaltlich schon lange mit dem Thema Vertrauen in Organisationskontexten. Und ich wiederum arbeite als Mediendidaktiker an der Hochschule Bielefeld in dem Drittmittelprojekt Digikos, das sich mit der Förderung des digitalen Selbststudiums beschäftigt bzw. sich diesem verschrieben hat. Und in diesem Rahmen habe ich in den vergangenen 2,5 Jahren in vielen Kooperationen mit Lehrenden zusammengearbeitet. Ich nehme also sozusagen die Perspektive des Third Space-Mitarbeiters ein. Und hier sehe ich jetzt auch, Caroline ist dabei. Caroline, wir haben schon mal gestartet. Und die Frage ist, wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Der Anstoß für die Beschäftigung mit dem Thema war die Turn-Konferenz, auf der hat Caroline eine Keynote gehalten zum Thema Vertrauen als Zukunftswährung. Und ich habe sie daraufhin angesprochen und sie gefragt oder gesagt, dass es doch spannend wäre, wenn wir uns mal mit der Rolle von Vertrauen in den Beziehungen zwischen Lehrenden und dem Third Space Personal auseinandersetzen würden. Und der Ausgangspunkt meiner Frage war damals, dass in Publikationen zu Lehr-Lern-Innovationen vorwiegend die Ergebnisse vorgestellt wurden, ganz selten aber und eigentlich gar nicht aufgezeigt wurde, wie die Beziehungen zwischen Third Space und Lehrenden eigentlich zustande kamen und wie die auch gestaltet waren. Denn dass Beziehungen zwischen Third Space und Lehrenden zustande kommen, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und Sie sehen es, aus der Ursprungsidee ist dann die Fragestellung gewachsen, wie wirkt sich die Digitalisierung von Lehr-Lern-Prozessen auf die Bedeutung von Vertrauen in Lehr-Lern-Beziehungen an Hochschulen aus? Und in der Beantwortung dieser Frage stehen wir aktuell noch ziemlich am Anfang, aber aus unserer Ansicht lassen sich zwei Thesen formulieren. Das ist einmal die These der Bedeutungszunahme. Das bedeutet, dass die Digitalisierung Lehr-Lern-Beziehungen zunächst einmal zumindest komplizierter macht, weil die Anforderungen und die Anzahl der involvierten Akteure steigen und dadurch natürlich dann auch Abhängigkeiten entstehen, die Vertrauen erfordern. Das andere ist die These der Bedeutungsabnahme. Hier kann man sagen, dass perspektivisch KI-Tools vielleicht Lehr-Lern-Beziehungen einfach ersetzen werden oder objektivieren werden. Das heißt, der Anteil an asynchroner Lernzeit erhöht sich und macht dann vielleicht den ressourcenintensiven Aufbau von Vertrauen, interpersonalem Vertrauen überflüssig. Das heißt, wichtiger wird dann das Vertrauen in die Technik. Ursprünglich wollten wir diese Fragestellung und die Thesen mit Ihnen in einem Workshop diskutieren, um auch Ihre vielfältigen Perspektiven auf dieses Thema kennenzulernen und einzufangen. Der umfassende Zeitplan des Festivals hat leider nicht zugelassen, dass wir diesen Zeitrahmen sozusagen erhalten haben. Wir freuen uns aber trotzdem, den Stand unserer Überlegungen hier jetzt im Weiteren vorstellen zu können. Und unser Vortrag ist auch eine Einladung an Sie, mit uns in den Austausch zu gelangen und sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Hier auch der Hinweis,
Wir haben in der aktuellen oder in der jetzt erscheinenden Ausgabe der Zeitschrift Das Hochschulwesen einen Artikel verfasst, in dem wir unsere aktuellen Überlegungen zusammengefasst haben. Was haben wir jetzt in den nächsten gut 20 Minuten mit Ihnen vor? Ich werde zunächst erläutern, welches Verständnis von Lehr-Lern-Beziehungen unseren Überlegungen zugrunde liegt. Im Anschluss daran wird Caroline erläutern, was Vertrauen ist und was Vertrauen auch nicht ist. Und auf dieser Basis möchten wir dann abschließend anhand von zwei Herausforderungen diskutieren, wie die Rolle von Vertrauen oder wie wir die Rolle von Vertrauen in Lehr-Lern-Beziehungen aus unserer Perspektive erleben. Ja, kommen wir jetzt zu Lehr-Lern-Beziehungen. Kurzer Hinweis. Deine Caroline Richter hat gerade geschrieben, dass sie leider keinen Ton hat. Du müsstest ihre Folien mit vorstellen. Ja. Okay. Welches Verständnis von Lehr-Lern-Beziehungen haben wir? Wenn man sich mit dem Thema Lehr-Lern-Beziehung beschäftigt, dann fällt auf, dass es hier eine Lücke gibt zwischen der Bedeutung, die dem Thema beigemessen wird, und der Literatur, die sich mit dem Thema beschäftigt. Das heißt, es gibt einerseits viel Literatur zum Thema Schüler-Lehrer-Interaktion oder Beziehung. In der Erwachsenenbildung oder aber auch in der Hochschulbildung fällt die Literatur noch sehr dünn aus. Wir konnten bislang auch keine Definition von Lehr-Lern-Beziehungen finden. Das heißt nicht, dass sich vielleicht doch irgendwo noch eine in der Literatur versteckt. Aber deswegen haben wir eine eigene Definition entwickelt. Und die kann man vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch als Arbeitsdefinition bezeichnen. Dabei sind uns aber in dieser Definition, kannst du gerne einen weitergehen, Sabrina, sind uns drei Elemente wichtig. Das heißt, das eine ist, dass Lehr-Lern-Beziehungen sich durch wechselseitige Interaktionen konstituieren. Das heißt, um zu existieren, müssen sie kontinuierlich gepflegt werden. Das zweite ist, dass das übergeordnete Ziel von Lehr-Lern-Beziehungen die Förderung des Lernens ist. Das heißt also, Lehr-Lern-Beziehungen kreisen um Lerngegenstände und die mit ihnen verbundene Frage, wie gute Lernbedingungen für Studierende geschaffen werden können. Das heißt, Lern-Lern-Beziehungen verfolgen natürlich auch noch andere Ziele, zum Beispiel das Erfüllen des Bedürfnisses nach Sicherheit, Selbstwert, persönliche Weiterentwicklung und so fort. Und als drittes, das ist, glaube ich, ein Spezifikum unserer Definition, dass Lehr-Lern-Beziehungen nicht alleine zwischen Lehrenden und Studierenden entstehen, sondern dass sie auch das Personal des Third Space und studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die unterschiedlichen Rollen umfassen können. Und auf Basis dieser Definition haben wir jetzt einen ersten Versuch unternommen, die Interaktionsstrukturen und Mechanismen von Lehr-Lern-Beziehungen auch zu visualisieren. Wichtig zu wissen dabei ist, dass diese Visualisierung eher noch skizzenhaft ausfällt, weil das Beziehungsgeflecht recht komplex und auch kontextabhängig ist. Und die Grundstrukturen möchte ich kurz erläutern. Das heißt, man sieht das auf der Abbildung ja auch, obligatorische Akteure sind die Lehrenden und Studierenden. Das heißt, ohne Lehrende und Studierende handelt es sich nicht um Lehr-Lern-Beziehungen. Das Personal des Third Space und studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind optionale Bestandteile. Alle Akteure unterliegen wechselseitigen Abhängigkeiten. Wie gestalten sich diese Abhängigkeiten? Das haben wir jetzt hier noch nicht skizziert, weil es eben so komplex ist. Ich möchte aber einen kleinen Überblick geben. Fangen wir mit den Lehrenden an. Lehrende verfügen aufgrund ihrer Lehrfreiheit, das heißt der Freiheit, die Methodik und die Inhalte einer Veranstaltung festzulegen, über die höchste formale Macht, kann man sagen. Das heißt, sie bestimmen auch die Interaktionsform mit Studierenden. Und sie bestimmen auch, ob Interaktionen mit dem Personal des Third Space zustande kommen. Ungeachtet ihrer formalen Macht bestehen aber auch Abhängigkeiten für Lehrende beziehungsweise Kooperationsanreize. Das heißt, die gestiegenen Anforderungen an Lehre, wo man Studierendenzentrierung zum Beispiel nennen kann, die Digitalisierung, die Einbindung von KI oder auch der gestiegene Wettbewerb um Studierende, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, macht es Sinn für Lehrende zu kooperieren. Studierende wiederum, die möchten im Wesentlichen ihren Studienabschluss erlangen. Das heißt, sie richten ihre Handlungen, ihre Lernhandlungen an den Vorgaben der Lehrenden aus, weil diese am Ende über einen erfolgreichen Studienabschluss dann auch entscheiden. Machteinfluss können Studierende in der Regel nur indirekt ausüben. Das heißt zum Beispiel durch die Mitarbeit in Gremien, Evaluationen oder auch durch die Exit-Entscheidung des Studiengangswechsels. Das Personal des
Third Space. Das wird nur dann zum Bestandteil von Lehr-Lern-Beziehungen, wenn sich Lehrende oder Studierende von dem Einbezug einen Mehrwert versprechen. Das bedeutet also, dass das Third-Space-Personal aus der Mediendidaktik oder auch aus der Hochschuldidaktik sich somit in einem ja bislang noch sehr wenig formalisierten und institutionalisierten Raum mit ihrem Expertinnenwissen sichtbar positionieren muss und dann halt Angebote entwickeln muss, die die Bedarfe von Lehrenden und Studierenden treffen. Und ja, wir gehen einmal davon aus, dass das Lernen eher gefördert wird, wenn alle diese aufgeführten Akteursgruppen hier miteinander kooperieren. Und damit gelingende Kooperation zustande kommt, spielt Vertrauen eine ganz entscheidende Rolle. Und ich höre, dass Caroline Ton hat, was perfekt ist, weil genau Caroline jetzt erläutern wird, was Vertrauen ist, beziehungsweise was Vertrauen auch vielleicht nicht ist. Hast du Ton, Caroline? Sie kann uns nicht hören, aber wir können Sie hören, soweit ich das verstehe. Ich schreibe Ihnen nur gerade kurz, dann. Go. Hallo, ich höre oder ich lese gerade, Sie hören mich, ich höre nur Sie nicht. Das ist jetzt ein bisschen seltsam, lieber Nils, ich habe nämlich gerade deine Vorrede nicht hören können. Ich springe jetzt aber rein, denn in den Lern-Lern-Beziehungen vermuten wir das Vertrauen, das hat Nils gerade schon deutlich gemacht. Und ich möchte gerne erstmal aus der Theorie kommend eine Unterscheidung aufmachen. Wenn wir über Vertrauen sprechen, gibt es zwei unterschiedliche Varianten, nämlich das sogenannte Swift Trust und das wirkliche Vertrauen. Und vielleicht ist es ein bedenkenswerter Unterschied, gerade im Kontext von Hochschule, von kurzen Beziehungen, die aber durchaus relevante Inhalte, stigmatisierungsfähige Inhalte beinhalten können. Swift Trust ist ein Konzept, das aus den 90er Jahren kommt, aus einer Zeit, wo global operierende Unternehmen virtuelle Teams immer verstärkter in Kraft traten und man sich gefragt hat, wie können eigentlich Menschen, die nie zusammen gearbeitet haben, die sich nie persönlich begegnet sind, die sich auch nie kennenlernen werden, trotzdem in eine Kooperation miteinander gelangen, in der sie produktiv arbeiten. Und Deborah Meyerson und ihre Kollegen haben dann Swift Trust als eine besondere Kategorie von Vertrauen vorgestellt. Diese Theorie bezieht sich aber eben vorrangig auf virtuelle Teams, Wechsel, häufige Rotation, Ad-Hoc-Teaming und Prozessorientierung, die aber an einem gemeinsamen Ziel aufgehängt sein muss und die schon die Kooperation und Beteiligung aller Teilnehmenden erfordert. Als diese grundlegenden Gedanken von Deborah Meyerson und den Kollegen vorgestellt wurden, gab es eine ganze Menge Kritik aus der Vertrauensforschung, weil gesagt wurde, Swift Trust ist eigentlich gar kein wirkliches Vertrauen im engeren Sinne. Es ist eher eine Form von Vertrautheit, sogar vielleicht eine Notwendigkeit des Risikomanagements. Denn wenn ich mir wirklich bewusst mache, dass meine Kollegen und ich uns gar nicht kennen und wir nichts haben, worauf wir miteinander aufbauen und uns aufeinander verlassen können, als die Tatsache, dass wir einen gemeinsamen Dienstherrn haben oder ein gemeinsames Projekt teilen müssen, dann ist es eben eher ein Risikomanagement, nicht belastbar. Und die Vertrauensforschung kritisiert am Swift Trust, dass dieses nicht belastbare schnelle Vertrautheitsgefühl, sogar richtiges Vertrauen in seiner besonderen Entstehung verhindert. Die Rationalität in der Praxis ist allerdings durchaus eher ökonomisch. Das sind eher die sogenannten funktionalen Weak Ties, also die losen Bindungen, die lockeren Bindungen, die aber ermöglichen, dass Teams schnell miteinander arbeiten können. Und speziell Teamleitungen und manchmal auch Unternehmensleitungen und bei uns an den Hochschulen auch die Abteilungsleitungen sagen, naja, ich brauche ja auch nicht wirklich ein Team, das sich zutiefst vertraut, das eine vorgängige, längere Interaktionserfahrung hat, sondern es reicht ja, wenn die einfach zusammen arbeitsfähig sind. Und sie behaupten sogar, dass gerade durch diese etwas oberflächlichere, vielleicht ein bisschen bewusstere Achtsamkeit füreinander, die aber eben nicht einer tiefen persönlichen Bindung entspricht, eher Klüngel verhindert wird. Also so die Seilschaften, die Strong Ties, wie Granovetter das sagt, die eben auch verhindern, dass sozusagen Informationen schnell weitergegeben werden. Genau dieser Klüngel wird hier unterminiert.
Aber Swift Trust wird nochmal besonders deutlich in seiner Konzeption, wenn wir es von Vertrauen abgrenzen. Vertrauen hat Simmel mal beschrieben als, es erfordert den Leap of Faith, also den Sprung, den großen Satz hin zu einem gegebenen Vertrauen. Die Ausgangslage hier ist die Bereitschaft, sich verletzlich zu zeigen. Dafür brauche ich eine vorgängige, geteilte Interaktionsgeschichte. Ich muss jemanden mal gesehen haben, muss mit ihm mal einen Kaffee getrunken haben, muss vielleicht auch wissen, welchen Familienstand er hat, wie er lebt, was ihn interessiert, also irgendwas Privateres. Diese Interaktionsgeschichte beleiht mich dann der Zuversicht, dass es eine konstruktive Erwartung geben kann, dass die Person mit mir, mit meinen Bedürfnissen sorgsam umgehen wird. Das ist ein gegenseitiger Tausch, eine Gabe, und diese Art von Vertrauen ist ein aktives Tun. Ich muss also Vertrauen geben, ich muss es investieren und vor allem muss ich gute Gründe finden, die es rechtfertigen. Das muss ich bei Swift Trust nicht. Da reicht die Tatsache, wir arbeiten zusammen in einem Projekt. Die Kritik am Vertrauen ist, dass es sehr langsam aufgebaut wird, dass es wenig gestalt- und beeinflussbar ist von außen, wenn es utilisiert werden soll. Und gerade bei Vertrauensbrüchen gibt es eine sehr schnell in Kraft tretende Misstrauensspirale. Die Misstrauensspirale ist dann schwer, wieder in eine konstruktive Form zurückzubinden. Und vor allem ist Vertrauen vielleicht dann auch überflüssig für gerade die temporären Lehr-Lern-Beziehungen an Hochschule zwischen Studierenden, Third Space und Lehrenden. Also Rationalität in der Praxis, Vertrauen als eher funktionale Strong Ties, aber wir haben nun mal in der Praxis auch die starken und die schwachen Bindungen gleichzeitig und möglicherweise, das ist so eine Überlegung, die Nils und ich haben, ist sozusagen der harte Kern der Stammbelegschaft. Die Entfristeten, die festen Positionen sind eher vielleicht vertrauensgebunden, aber diejenigen, die gerade über befristete Verträge herumhummeln, vielleicht sind da eher diese fluiden Peripherien, in denen wir eher Swift Trust denken können. Und ich würde bitten, einmal zur nächsten Folie weiterzuschalten. Dankeschön. Nochmal hier kurz zusammengefasst, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Bei dem Swift Trust habe ich eher ein geteiltes, punktuelles Interesse, das gemeinsam verfolgt wird, aber kein wirklich gemeinsames, größeres Ziel, wie beim Vertrauen. Ich habe eher eine kurze, zweckgebundene Interaktionsgeschichte, aber keine langfristige, belastbare, vielleicht auch mit einem relevanten Wissen angereicherte Interaktionsgeschichte. Ich habe auch eher eine oberflächliche Kontaktform, bezogen vor allem auf das, was eh sichtbar ist, aber das Zulassen von stigmatisierungsfähigem Wissen. Also jemand findet meine Lehre doof. Der Kollege aus dem Third Space sieht, dass die Studenten mit mir unzufrieden sind. Das brauche ich da nicht als Vertrauen bespielen. Für Sie selber mal als kurze Reflexionsmöglichkeit, Swift Trust, Trust sind gerade zwei sehr spontan eingeführte große Konzepte. Aber vielleicht haben Sie Lust, mal darüber nachzudenken, Ihre eigenen Teambuilding-Maßnahmen, die Sie schon erlebt haben, oder die Wirkung von arbeitsvertraglichen Entfristungen, die Sie selber erlebt haben. Vielleicht haben Sie auch Zielvereinbarungen mit Ihrem Rektorat. Oder wo haben Sie schon Teamteaching erlebt? Und sehen Sie in sich vielleicht einen Unterschied, wo Sie sagen würden, oh ja, mit der Kollegin, mit dem Kollegen hatte ich eher einen Swift Trust. Aber hier finde ich auch was, wo ich schon eher von Vertrauen sprechen würde. Und warum? Denken Sie gerne einmal kurz darüber nach. Und mit diesem Nachdenken möchte ich Ihnen noch was Schnelles um die Ohren hauen. Es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen Vertrauen, Zuversicht, Hoffnung und Glaube. Beim Glauben brauche ich gar keine Beweise dafür, dass jemand sich als ja, glaubwürdig sozusagen herausstellt, sondern ich glaube ja eh an ihn. Also wir haben alle Gott nicht gesehen, aber der Glaube erfordert gar nicht, dass ich ihn jemals gesehen haben muss, weil ich eben an ihn glaube und keinen Beweis dafür benötige. Bei der Hoffnung ist es so, dass ich schon ein aktives Tun habe, aber es ist so ein bisschen comme si, comme ça. Ich kann halt hoffen, dass das Wetter morgen schön wird. Aber ich kann nicht wirklich was daran verändern. Also mir bleibt gar nichts anderes, als zu hoffen, weil ich das Wetter nicht beeinflussen kann. Das ist beim Vertrauen anders. Hier kann ich mich als aktives Tun entscheiden, ob ich es aufbringe oder nicht. Bei der Zuversicht ist es ähnlich. Bei der Zuversicht habe ich schon eine konstruktive, grundsätzliche Erwartung, dass was positiv laufen könnte. Aber wirklich belastbares, schwieriges, stigmatisierungsfähiges, das nehme ich bei der Zuversicht eher nicht mit rein.
Bei der Zuversicht sind es etwas oberflächlichere Kontakte und möglicherweise sind diese Abgrenzungen Zuversicht, Glaube, Hoffnung von Vertrauen auch eine Spielart, die man nachdenken kann, wenn man in seinem eigenen Umfeld mal sucht, wo sehe ich Swift Trust, wo sehe ich Vertrauen. Ja, mit diesen grundlegenden großen Konzepten, für die man eigentlich wirklich gut eine Stunde brauchen kann, gebe ich wieder zurück an dich, Nils. Ich hoffe, dass der Übergang gut funktioniert, auch wenn ich nichts höre. Ja, danke. Hört man mich jetzt? Gut. Okay, wir haben ja jetzt viel Theorie gehört und insofern wollen wir mal schauen, wie wir diese Theorie jetzt in die Praxis übersetzen können. Wir hatten zunächst gedacht, das aus beiden Perspektiven zu machen, hatte ich auch angedeutet. Ich werde mich jetzt auf die Perspektive des Third Space fokussieren, weil das meine Perspektive ist. Sabrina macht gerne eine Folie weiter. Genau, und da haben wir zwei Herausforderungen, die im digitalen Lehr-Lernraum entstehen. Einmal aufgeschrieben, das ist die erste Herausforderung. Das heißt also, im digitalen Lehr-Lernraum ist die Chance auf Nahbarkeit nicht mehr automatisch gewährleistet. Anonymität und Verbindlichkeit müssen neu ausgehandelt werden. Wenn ich das jetzt aus Perspektive des Third Space als Mediendidaktiker sehe, ist es für mich nicht so, dass bestehende Beziehungen neu ausgehandelt werden müssen. Sie sehen ja, an der Abbildung auch, dass die Beziehungen zwischen Studierenden und Lehrenden automatisch gesetzt sind. Das gilt für mich als Third Space Arbeiter, Mitarbeiter in diesem Beziehungsgeflecht nicht. Für mich ist die zentrale Frage, wie erhalte ich Zugang zu Lehrenden? Wie kann ich Lehrende überhaupt erst einmal für Angebote, für meine Angebote begeistern oder dafür gewinnen, gemeinsam Angebote zu entwickeln? Und das ist auch in dem Projekt, in dem ich jetzt, also in dem DigiCourse-Projekt, in dem ich gearbeitet habe, eine ganz zentrale Frage gewesen. Wie können wir also wir haben den ganzen Beziehungsaufbau digital gestalten müssen aufgrund der Corona-Auflagen. Und das Spannende ist, dass sich die geringere Verbindlichkeit und die höhere Anonymität eigentlich als Vorteil erwiesen hat. Also dass vielleicht der Swift Trust hier ganz gut war. Denn die Zusammenarbeit stellt ja für Lehrende zunächst einmal einen Mehraufwand dar, bei dem sie auch nicht darauf vertrauen können, dass dieser sich am Ende für sie auszahlt. Insofern verfügen Lehrende, und wenn Caroline mich hören könnte, würde sie dem wahrscheinlich zustimmen, über eine natürliche Hemmschwelle sozusagen sich auf so eine Zusammenarbeit einzulassen. Und im digitalen Kontext ist diese Hemmschwelle, das ist jetzt eine These, einfacher oder auf Basis meiner Erfahrung eine These, einfacher zu überwinden. Das heißt, wenn man jetzt an digitale Informationsveranstaltungen denkt, der Zugang ist schon mal leichter, gerade wenn man eine Hochschule mit mehreren Standorten ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist auch, dass die Exit-Option für Lehrende einfacher ist. Ich kann es mir also erstmal anhören, gucken, passt das, interessiert mich das und dann auch sehr schnell wieder den, ja, ich verschwinde-Button drücken sozusagen. Bei Informationsveranstaltungen in Präsenz ist das ein bisschen anders. Da habe ich vielleicht am Anfang Bedenken, kommen nur 2, 3, 4 andere Personen, werde ich dann vielleicht gar nicht vereinnahmt, muss ich irgendwas machen, was ich nicht möchte und so weiter. Und insofern bleibe ich dann vielleicht eher der Veranstaltung fern. Die kostet mich auch noch mehr Zeit. Warum soll ich das machen? Das war so eine Erfahrung, dass die Hemmschwelle in Kontakt zu treten, wie gesagt, im digitalen Kontext geringer ist. Für das Personal des Third Space ist es also essentiell, zunächst einmal einen unverbindlichen Kennenlernraum zu schaffen und diesen unverbindlichen Kennenlernraum dann in einen verbindlichen Raum der Kooperation zu überführen. Und dann kommen wir auch zur zweiten Herausforderung. Genau, die lese ich jetzt kurz. Nicht vor. Ich gebe Ihnen ganz kurz Zeit, darauf zu schauen. Wir haben auch nur noch eine Minute, sehe ich. Darum mache ich das sehr kurz. Hier unterscheidet sich das Ganze ein Stück weit, weil die fehlende Verbindlichkeit und Anonymität im digitalen Raum zum Problem werden können. Denn da ist es ja so, dass Lehrende im Prinzip in Vorleistung gehen müssen. Sie müssen einen Vertrauensvorschuss geben, weil wir an ihren Produkten, an ihren Inhalten arbeiten. Und da muss man sozusagen einen Weg finden, aus unserer Perspektive, dass Lehrende diesen Vertrauensvorschuss auch geben. Bei uns im Projekt haben wir das so gemacht, dass wir einen Bottom-up-Ansatz gewählt haben. Das heißt, wir sind nicht mit fertigen Lösungen auf Lehrende zugegangen, sondern haben ja, ihnen im Prinzip ein Einsatzkonzept angeboten, ein Unterstützungskonzept, in dem sie Zeit und Personal erhalten haben. Wir hatten studentische Mitarbeiterinnen. Ich sehe gerade, wir dürfen 4 Minuten überziehen. Ich bin in einer Minute fertig. Genau. Und dieser Bottom-up-Ansatz hat halt sehr geholfen, um sozusagen die Offenheit von Lehrenden zu erreichen. Weil wir haben bei uns im Projekt
Vor allen Dingen das digitale Selbststudium unterstützt, das habe ich ja schon gesagt. Das heißt, wir sind in Veranstaltungen gegangen und haben diesen Bestandteil versucht weiterzuentwickeln. Und da bedarf es ja einer Problemanalyse, da müssen Lehrende offen sein. Und es hat sich gezeigt, dass dieser Bottom-up-Ansatz dazu geführt hat, dass Lehrende auch tatsächlich sehr schnell sehr offen waren, weil sie einfach gemerkt haben, wenn sie ja, sich offener zeigen, dass ihnen dann auch besser geholfen werden kann und dass sie auch wirklich was bekommen. Wichtig ist natürlich dann für den Beziehungsverlauf, dass man diesen Vertrauensvorschuss auch erfüllt. Das heißt, dass man die Versprechen einhalten muss, dass man Verbindlichkeit sein muss und dass man natürlich auch liefern muss. Und es hat bei uns zwar bei einigen Lehrenden auch über 2 Jahre rein digital funktioniert, aber als Empfehlung würde ich schon sagen, dass man sich in regelmäßigen Abständen auch in Präsenz treffen sollte, weil das einfach dann schon die Verbindlichkeit steigert, das Vertrauen erhöht. Und so haben wir bei uns zum Beispiel auch einen Weihnachtsmarktbesuch gemeinsam mit den beteiligten Lehrenden durchgeführt. Und ja, so viel vielleicht als kleinen Einblick in unsere praktischen Überlegungen. Vielen Dank. Hier sind, glaube ich, noch eure Literaturempfehlungen. Haben wir, glaube ich, trotz technischer Probleme gut gemanagt.